Am Freitag wurde das 32. Hafenfest in Basel eröffnet. Seit 4 Jahren findet am ersten Festtag stets ein Hafenfestlauf statt. Vor einigen Jahren ist der Lauftreff Basel um Nils Anhut auf uns zugekommen und hat uns gefragt, was wir von dem Lauf am Freitag halten, am Hafenfest Freitag halten. Und wir haben uns das alles gut angehört und waren hellauf begeistert. Und Sie sehen, in diesem Jahr findet das zum 4. Mal statt. Und es wird so langsam, aber sicher zur Tradition auf dem Hafenfest. Auch Kinder konnten beim Bambini-Lauf an dem sportlichen Auftakt teilhaben. Neben einem Nordic-Walking-Durchgang gab es auch einen 5- und einen 10-Kilometer-Lauf. Ich nehme teil, weil ich eigentlich ganz gerne so hobbymäßig auch laufe und jetzt mal gucken wollte, wie das so im Wettkampf ist. Ich habe das schon mal gemacht, einmal 5 Kilometer, und mir ist ganz gut gefallen. Ich habe gedacht, dann mache ich das einfach nochmal. Ich habe mich für den 10-Kilometer-Lauf angemeldet, weil wir mit ein paar Freundinnen einfach ausprobieren wollten, ob wir es schaffen, und haben uns dann halt gegenseitig angespornt und haben uns einfach angemeldet. Doch später war es dann vorbei mit den sportlichen Ambitionen. Nach dem Lauf wurde auf dem Hafenfest in Basel nur noch gefeiert. Das Hafenfest in Basel erwartet bis zum Sonntag zwischen 30.000 und 40.000 Besucher.